So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge im Truck Simulator. Ich hatte irgendwie gehofft, dass Version 1.50 schon draußen ist, aber dauert wohl noch ein bisschen. Von daher müssen wir nochmal die 8 Folgen, hoffentlich noch die 8 Folgen jetzt, mit 1.49 vorlieb nehmen. So, wollen wir mal schauen. Wir waren auf dem Rastplatz, soweit ich weiß. Ich überlege gerade, ob es cool wäre, mal nachts zu fahren. Muss mal gucken, was unser Bett sagt. Wobei ich habe wahrscheinlich letztens geschlafen, ne? Ja, ich muss auch dazu sagen, die letzte Aufnahme ist schon Ewigkeiten her. Also, ich weiß jetzt gerade gar nicht aus dem Kopf, wie lange. Aber ich glaube, die ist schon mittlerweile Monate her. Also 2 Monate bestimmt. So, wir sind komplett ausgeschlafen. Okidoki. Ist gerade 12 Uhr, also genau mittags. Gut, machen wir am besten einfach mal noch eine Ruhepause. Aber ich will nämlich einfach mal. Das hört sich doch noch ringen. Ich will mich einfach mal dieses neue, ne, dass er jetzt nachts ein bisschen heller ist. Gucken, ob wir jetzt nachts auch ein bisschen rumfahren können. Diesen Rast. Oh, wow. Okay, wir haben also letztens schon zweimal geschlafen. Ja, gut. Das kann passieren. Da müssen wir jetzt also mit dem Regen leben. Okay. So, wir müssen. Wo zur Hölle sind wir hier eigentlich? Dann geht es doch. Ja, doch. Sieht aus, als wenn es da rausgeht. Getankt haben wir. Okay. Aber wir machen gerade keine Mission, ne? Ne, genau. Wir machen einfach nur so eine Rumfahrt. Okidoki. So, genau, da geht's raus. Links oder rechts? Warum ist die Straße einfach nur rot? Was ist da schon wieder los? Okay, wir müssen nach links, wie es aussieht. Ja. So, wollen wir losfahren? Erstmal die gute Musik anmachen, ja. Ich freue mich übrigens schon extrem auf 1.50, weil da eine Menge Sachen geupdatet werden. Vor allen Dingen halt tatsächlich endlich mal die Engine, also die Grafik-Engine. Wobei die Änderungen noch nicht fertig sind. Also die wollen zum Beispiel im Rahmen der neuen Engine auch auf DirectX 12 umsteigen. Was aber wohl noch nicht passiert ist. Was ist das für ein Schild, sag mal. Wenn das Ganze stopfelt. Ich hoffe halt nur. Ich bete zu den Göttern jede Nacht, wenn ich ins Bett gehe. Dass dann auch endlich alle anderen Lichtquellen, also Laternen zum Beispiel, auch Schatten werfen. Wenn das der Fall ist. Na, dann deinstalliere ich ATS und ETS, lösche es aus meiner Bibliothek und kaufe es nochmal komplett neu. Nur um den Entwicklern Geld in den Rachen zu werfen als Dankeschön. Und dann mache ich das Ganze noch dreimal. Keine Ahnung. Ja, also das ist, ja, ich bete einfach. Aber gut. So. Gut, der Regen ist das natürlich nicht so prickelnd. Ich wollte eigentlich Nacht fahren und nicht im Regen fahren. Geil, I guess. Vor allem, was auch ein geiles Feature ist, die haben wohl auch jetzt Spurassistenten hinzugefügt. Also, die Videos, die ich dazu gesehen habe, war natürlich jetzt noch von der Experimental Beta. Also noch im ganz frühen Stadium sozusagen. Von daher bin ich mal gespannt, wie das dann in der finalen Version denn gehandhabt wird. Weil hat wohl noch so ein paar Kindheitskrankheiten. Aber ich meine, ob wir das überhaupt hier im Let's Play nutzen werden, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Wenn ihr eher klassisch normal fahren, so.
Aber so ein bisschen so zum privaten Rumspielen, für mich wird das wahrscheinlich auch eine ganz schöne Sache. Ich hatte ja schon mal davon gesprochen, dass ich mich unglaublich freuen würde, wenn es von ATS und ETS so eine Art Bildschirmschoner geben würde, ne? Wo man das Spiel einfach im sozusagen Demo-Modus laufen lassen kann oder sowas, I don't know. Und dann einfach das Spiel random irgendein LKW irgendwo platziert und der dann einfach, wie die NPCs auch, einfach fahren. So. Ich meine, ne, so ganz kann man das natürlich mit dem Autopilot nicht machen. Also ist er kein Autopilot, sondern halt nur ein Spurhalteassistent. Von daher, klar, könnte man den natürlich in der Autobahn einfach reinschalten und dann den LKW machen lassen, was man möchte. Aber ist natürlich trotzdem kein Demo-Modus, weil, ja, die Frage ist, was passiert beim nächsten Abzweig? Fährt dann einfach geradeaus und dann gegen so eine Strichelinie zum Beispiel, also das ist eine Straße, wo dann halt eine Straße gesperrt ist. Ne, von daher. Ich frage mich übrigens auch, ich meine, die deutsche ATS- und ETS-Szene ist jetzt nicht so groß. Ne? Die Videos, die es im deutschen Raum gibt, sind überschaubar. Also es gibt ein paar Let's Player, keine Frage. Aber wenn man so alle Videos zusammennimmt, ist das so pro Tag nicht viele Stunden Playtime. Da frage ich mich immer, solche Firmen wie SCS Software, die haben ja auch eine Öffentlichkeitsabteilung, sag ich jetzt mal. Also die sich um die ganze Publicity-Scheiße kümmert. Sitzen da tatsächlich Leute, die einfach, um zu gucken, wie die Spielerschaft es so aufnimmt, tatsächlich auch alle der Displays sich angucken? Ich meine, klar, im amerikanischen Raum vielleicht so nicht unbedingt machbar, wo es dann einfach zu, also sehr viel Material gibt. Wobei, der stellt halt einfach nicht eine Person ein, sondern zwei, drei Personen so. Aber da weiß ich jetzt nicht, wie groß die Community dort ist. Aber gerade im deutschen Raum wäre es halt machbar so. Ja, dass du da eine deutschsprachige Person abstellst, die sich halt einfach nur die ganze Zeit irgendwelche Let's Plays anguckt. Um dann, ne, im Let's Play vielleicht Sachen zu finden, weil die meisten Bugs, die irgendwo entstehen, fallen immer zuerst Let's Playern auf. Ist einfach so. Ne, wenn man bedenke, wie viele Bugs schon Gronkh festgestellt hat. Ja. Wäre es vielleicht, also ist jetzt so meine Auffassung, wenn ich eine Firma gründen würde und sowieso Mitarbeiter hätte, einfach einen Mitarbeiter zu haben, der sich, wie gesagt, so Let's Plays anguckt, solange diese halt überschaubar sind von der Menge her. Oder halt so die bekanntesten Let's Plays anschaut, wenn es doch zu viele geben sollte. Und dort halt einfach, ne, mitzuschreiben, okay, aha, in dem Video gab es da an der Stelle einen Fehler, einen Bug. Oder das bewegt diesen Let's Player und damit vielleicht, oder auch andere Let's Player und damit halt die Community vielleicht auch als Ganzes. Und das dann halt an die Entwicklungsabteilung weiterzugeben. Ne? Versteht ihr, wie ich meine? Oder so, dass man sozusagen auch die Let's Player als Tester missbraucht. Weil ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, und ich weiß halt nicht, woher das kommt, dass die Spiele, die werden ja getestet, ne? Da geht der Quality Check, hoffe ich. Aber die finden teilweise gar nicht so Fehler, die halt wirklich ganz normale Spieler finden. Ne? Wenn ich da so irgendwelche Schlagzeilen lese, ne, wie halt auch letztens hier mit Gronkh, Gott, was war das? Über irgendein Spiel, da hat er irgendeinen Ochsen gehabt und der ist ihm im Lagerfeuer krepiert, dann hat er noch einen Ochsen gehabt und der ist dann aber, weil er so ein Sting hatte, wo er den festgebunden hat, hatte aber nicht nur eins, wo er ihn festbinden konnte, sondern hatte zwei Pfähle, wo er ihn festbinden konnte, diesen einen Ochsen. Obwohl es aber nur ein Ochse war, aber zwei Pfähle vorhanden waren zum Festbinden, hat irgendwie das Spiel rumgespackt. Warum schon wieder rot? Wir dürfen doch 80 fahren. Und da ist er dann auch wieder disappeared, dieser Ochse.
Und ja, das war aber wohl ein Spiel, wo die Ochsen halt super wichtig sind fürs Gameplay an sich. Ergo war Gronkh halt ganz schön gepisst. Was ist ein kindliches Verhalten? Ja. Und ne, klar, ich meine, in dem Fall hat dann auch ein Entwickler Gronkh den kontaktiert über Social Media und gesagt, jo Junge, Pech gehabt, du bist halt einfach dumm. Was machst du noch so einen Scheiß? Ja. Aber das hat mich halt schon wieder auf diesen Gedanken gebracht, dass man gerade das halt als Entwickler ausnutzen kann. Dass man halt gar nicht so viel Versuche macht, irgendwie Qualitätschecker einzustellen, die selber versuchen, ein normales Gameplay zu simulieren. Weil das Problem ist, als Qualitätschecker hast du irgendwie immer eine Voreinstellung, du weißt, wie das Spiel funktionieren sollte. Ja? Du weißt, was du machen sollst. Normalerweise. Ne, gibt es natürlich auch solche großen Unternehmen, die da wirklich mit blinden Qualitätscheckern arbeiten, wo die Qualitätschecker selber das Spiel selber noch nie vorher gesehen haben. Aber das ist halt nicht der Standard. Ich weiß halt nicht, wie es zum Beispiel bei SES-Software ist. Ne? Aber die Sache ist halt, einfach weil es halt ATS und ETS vorher schon gibt, selbst wenn du Qualitätschecker einstellst für das Spiel, und du denen nicht die aktuelle Entwicklungsversion gibst, kennen sie trotzdem schon vorher ATS und ETS. Das heißt, sie wissen, wie man das Spiel normalerweise spielt. Und testen gerade deswegen vielleicht nicht alles, was man so testen würde. Ich war schon wieder viel zu schnell. Weniger reden. Und ja, Let's Player stellen sich aber gerne mal dumm an. Und simulieren damit wesentlich besser den dummen Spieler. Um das mal so hart überspitzt darzustellen, ich meine, ich kenne mich. Machen wir uns nichts vor. Ich bin wahrscheinlich der größte DAO. Also, für die es nicht wissen, dümmster anzunehmender User. So. Zum Beispiel lasse ich die Regenscheibenwischer wischen, obwohl es gar nicht mehr regnet. Danke dafür. Ja. Habe ich die Kontrolle eingeschalten hier? Ja, dümmster anzunehmender User. Aus jetzt hier. Der bleibt aus. Ja. Und dementsprechend wäre es vielleicht halt günstig, sich einfach mal als Qualitätschecker ein paar Let's Plays anzugucken und zu gucken, was die oder über was für Probleme die so stolpern. Und ich hoffe vor allen Dingen bei der nächsten Version, guckt mal, wie dunkel es hier ist und wie hell es in Rückspielen ist. Ich hoffe, dass das auch ein Bug ist, der mit der neuen Grafikengine gefixt wird, dass die Spiegel immer zu hell sind. Ne, die echten Spiegel, kein Problem, aber vergleicht einfach mal den echten Spiegel mit dem GUI-Spiegel. Die sind sowas von viel zu hell. Falsche Taste, die hier. Und ich meine, ich spiele schon mit hohen Grafikeinstellungen. Wenn du mit niedrigen Grafikeinstellungen spielst, sind diese künstlichen Rückspiegel sogar noch heller. Die können dann überhaupt keinen Schatten mehr. Das ist immer Tag oder so. I don't know. Ja. Also ich erhoffe mir von der neuen Engine doch schon ein bisschen was. Ich werde dann sehen, was denn kommt mit der 1.50 und vor allen Dingen, was mit den nächsten Versionen dann kommt. Ne, wie gesagt, die neue Engine ist noch lange nicht komplett. Aber ich finde es ganz witzig, dass genau jetzt der Wechsel von der 1.49 auf die 1.50 ist und damit die 10er-Stelle sich auch ändert. Und genau bei der Version dann jetzt natürlich auch so große Umbauten stattfinden. Vielleicht hat SCS Software auch nur darauf gewartet. Ne, vielleicht wollten sie schon seit Ewigkeiten eine neue Engine einfügen. Was haben wir aber gedacht? Na, das wäre jetzt Version 1.42. Nee, wir warten immer noch 8 Versionen bis zur neuen Engine. Das ist 1.50, das klingt besser. Ja, I don't know. Warum nicht so wenig Autos? Also, warum stockert es jetzt schon wieder so? Ja, die Performance soll auch drastisch verbessert sich geworden haben, tun sein. Und das, wie gesagt, obwohl noch nicht auf die X12 umgestellt wurde, sollen jetzt schon die Performance verbessert worden sein. Also, ich bin echt auf die nächste Version. Ja, gespannt.
Ich hoffe, wie gesagt, ne, gerade was so Licht und also Schattenberechnung vor allen Dingen angeht, hoffe ich mir nicht zu viel und bin dann am Ende wieder so enttäuscht, wenn das nicht umgesetzt wird. Aber das kann nur die Zeit zeigen. Gott, da spiele ich mal 2 Monate kein RTS. Und schon bin ich nur noch am Brabbeln. Ich bleibe in der Folge, ich habe bisher nur gequatscht. Lol. Und fahre dabei auch viel zu schnell. Lol. Aber schön, ne? Also gut, ihr jetzt wahrscheinlich, wenn ihr das Video mit einem mobilen Handy spielt, wahrscheinlich nicht. Aber man kann so alles erkennen. Es ist wie im echten Leben, ne? Dass man jetzt wirklich auch im Dunkeln ein bisschen Restlicht hat. Wegen, weil Mond oder so. Gut, jetzt ist wahrscheinlich über uns. Und man mit dem halt trotzdem noch, also man auch dunklen Sachen erkennen kann. Das ist echt geil. Weil das war ja der Grund, warum ich früher immer so ungern nachts gespielt habe in Let's Plays. Einfach, weil die Nächte halt zwar zum Teil realistisch dunkel waren, aber trotzdem einfach zu dunkel waren. Ne? Da hattest du ja wirklich, wenn du halt keine Lichtquellen hattest, weil es gab ja damals auch keinen Mond so, ne? Das heißt, es war wie, als wenn der Mond halt nicht am Himmel ist, was im echten auch oft das mal sein kann, so. Und dann ist es halt wirklich dunkel gewesen. So, war wirklich einfach schwarz. Das ist natürlich dann immer. Ja. So ist auf jeden Fall jetzt echt geil. Man erkennt selbst jetzt, obwohl es hier vorne alles hell ist, durch Licht und so, erkennst du trotzdem noch die ganzen Umrisse von den Bäumen. Das ist so gut. Und nein, ich habe bei meinem Bildschirm aktuell kein Gamma eingestellt. Also ich hab natürlich schon einen Gamma-Wert, klar. Aber der ist halt bei 1. Also normal. So. Gut, andererseits muss man also doch dazu sagen, meine Bildschirme sind, wie gesagt, relativ hell mit 300 Nits. Ne, 400 haben sie. 300 oder 400? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ha! Schon vergessen. Ja, moin. Auf jeden Fall sind meine Bildschirme relativ hell. Vielleicht liegt es auch daran, ne, wenn man ältere Bildschirme hat, die nicht so hell sind. Ne, vielleicht kann man es dann auch nicht noch nicht so gut erkennen. Aber wie gesagt, ich erkenne jetzt hier hinten komplett die Baumkrone. Ah, ist schon geil. Also schon. Wie gesagt, das war so vor ein paar Versionen, bevor das halt mit der Licht Engine überarbeitet wurde. Kam ja, glaube ich, erst mit der 149. War ja dafür überhaupt nicht möglich. Da war einfach alles schwarz. Man merkt, kaum ist Sommer, kommen ja offenbar diese Fischer und fliegen hier rum im Zimmer. Verrückt. Warum fahre ich eigentlich gerade ohne Tempomat? Was ist denn da los? Ah, 65. Oh, 55. Ich will mich verarschen. Oh, 45. Ich will mich verarschen. Da bist du nur noch am Bremsen hier. Kommt sie vorbei, Junge. Ich muss langsam aber sicher auf die linke Spur.
Ja, habt ihr eigentlich die Räder noch eingefahren? Ja. Verstehe ich gar nicht. Bei den europäischen Trucks hast du ja im Cockpit auch das Symbol, dass du die Räder eingefahren hast. Sehe ich aber hier nicht. Genau, jetzt habe ich die Räder ausgefahren. Aber ich habe hier im Cockpit keine optische Rückmeldung, dass sie jetzt wieder eingefahren sind, zum Beispiel. Ah ja. Sind sie eingefahren? Ja. Vorne auch? Ja, gut. War noch orange. Achso. Ja, auch hören ab und down mit den Geschwindigkeiten. Ey, holy guacamole. Wir müssen aber bald noch ein bisschen Geld ausgeben. Wir haben schon 1,6 Millionen. Ha! Wie viel brauchen wir für eine neue Werkstatt? Ich glaube immer etwas mehr oder etwas weniger als 1 Million. Aber ich glaube etwas weniger als 1 Million war es, ne? Und dann warten wir gleich mal, bis wir 2 Millionen haben, können wir gleich 2 Werkstätten kaufen. Easy. Lass mal mit zurückfallen, weil da vorne für die Straßenwehr zusammengeführt. Ach nee, ich werde gar nicht zusammengeführt, sondern die Richtung geht weg. Verstehe, verstehe. Na dann, frei war mit Marzipan. Gleicher Sonnenaufgang, yay! Ich fürchte nur, der Flake vor uns, wenn wir aus dem Arsch kommen. Alpha kommt noch in der Rechtskurve, überholen also auch schlecht.
Oh, jetzt aber. Ah, Mist. Man sieht echt wenig da vorne durch den Huckel. Oh, das wird nicht gut. Oh, das wird nicht gut. Oh mein Gott. Lieber Gott, lass kein Auto kommen. Dankeschön, lieber Gott. Bitte, dann würde ich sagen, soll es das für diese Folge gewesen sein. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge denn dann wieder, wenn es denn dann heißt, ja, keine Ahnung, let's go, tschüss, bye.